Robert Heber tourt in diesen Tagen durch das Land. Er rührt die Werbetrommel für sein erstes großes Filmprojekt. Das richtige Leben heißt der Streifen und dieser wird auch im Filmpalast Pirna zu sehen sein. Der 90-minütige Spielfilm behandelt dabei eine ganz aktuelle Problematik. Es geht um das Thema Drogen an der deutsch-tschechischen Grenze. Also wir haben auf der einen Seite den Tommy, der ist 19 Jahre alt, macht eine Ausbildung zum Bäcker. Der kommt aus einfachen Verhältnissen, lebt mit seinem Vater Rainer zusammen. Und dann ist Julia auf der anderen Seite, die ist 18, macht gerade ihr Abitur, kommt aus wirklich guten Verhältnissen. Die Eltern haben einen gut gehenden Handwerksbetrieb in dem Dorf an der tschechischen Grenze, wo der Film spielt. Und sie wird schwanger von ihm und damit beginnen die Schwierigkeiten. Die Eltern stellen sich gegen das junge Paar und nachdem sie beiden sich dazu entschließen, das Kind wirklich zu bekommen und das zu versuchen, den eigenen Weg zu gehen, ist das Geld knapp und er fängt an, über einen bekannten Freund von ihm mit Crystal Meth zu dealen und fängt quasi an, als Fahrer das Crystal Meth in größeren Mengen über die Grenze nach Deutschland zu bringen, wo es dann Gewinn bringt, weiterverkauft wird. Und das geht erstmal eine Zeit lang gut, aber wie man sich denken kann, endet das Ganze tragisch. Die Droge Crystal Meth. Sie macht zunächst das Leben leichter, sorgt für Energieschübe und gute Laune. Auch Tommys Freund Matthias ist von der Wirkung begeistert, doch mit dem regelmäßigen Konsum nehmen auch die Probleme zu. Ja, also wir haben das bei uns im Film natürlich erstmal gezeigt, wie schnell das geht, dass dieser Matthias im Film, der das dann nimmt, körperlich abbaut, wie da Psychosen kommen, wie er gewalttätig wird, wie aus einem ganz normalen Jungen, der seine Ausbildung zum Bäcker gemacht hat, wirklich jemand wird, der abstürzt und die Ausbildung verliert. Und wir haben gezeigt, wie gefährlich es doch ist, selbst als Kurierfahrer sich mit diesen Menschen, die das herstellen, die das dealen, einzulassen, weil da geht es natürlich nur um Geld und das ist ein kriminelles Milieu, wo man auch schnell unter die Räder kommen kann, wenn man eben nicht so mitspielt, wie die anderen das möchten. Die Crystal-Problematik in Hebers Film ist nicht weit hergeholt. Seit 2009 wird die ursprünglich unter Partygängern bekannte Droge immer stärker konsumiert. Hergestellt wird Crystal zumeist in Tschechien. Die Verbreitung in Sachsen ist enorm. Ich war zum Beispiel hier in Pirna beim Zoll, konnte mit Mitarbeitern sprechen und das Thema ist einfach sehr akut, weil halt die Grenznähe hier da ist, weil jeder das immer bekommen kann. Also das Angebot ist immer da und es ist relativ, kann man schon sagen, günstig noch, wenn man das eben aus Tschechien direkt holt. Die Zahl der Abhängigen steigt rasant. Die Zahl, oder das Alter der Leute, die das nehmen, sinkt immer mehr. Und ich finde, der Film sollte halt oder kann ein Baustein sein, einfach auf das Thema aufmerksam zu machen. Und aber natürlich in Zusammenklang mit Aufklärung. Für seinen Film recherchierte Robert Heber jahrelang. Der gebürtige Bautzner führte zahlreiche Interviews, las Bücher, studierte Statistiken. Am 28. Januar wird das richtige Leben in Pirna gezeigt. 19 Uhr läuft der Streifen im Filmpalast auf der Gartenstraße. Anschließend wird es eine Gesprächsrunde geben. Die Situation ist ja die, dass wir ausnahmsweise mal zu dem Film Regisseur und auch Teile des Schauspielercasts mit vor Ort haben. Und ich hoffe natürlich auf ein durchwachsenes Publikum, sage ich mal, aus allen Altersschichten und auch allen sozialen Schichten, dass dann einfach hinterher mit den anwesenden Schauspielern und dem Regisseur eine Diskussion entsteht zur Problematik an sich, wie das die Leute vielleicht auch hier in Pirna selbst einschätzen. Und natürlich, denke ich, ist auch nicht ganz uninteressant zu erfahren, wie ein junger Regisseur lebt, wie er arbeitet und wie er sein Produkt letztendlich dann auch verkauft und vertreibt. Also ich denke, das sind hier zwei Seiten der Medaille, die man da ganz gut betrachten kann. Ja, und schauen wir mal. Also ich hoffe auf eine angeregte Diskussion auf jeden Fall. Die Droge Crystal Meth ist auch Thema einer Diskussionsrunde am Herder-Gymnasium. Bereits am 27. Januar werden dort Schülerinnen und Schüler, Vertreter der Polizei und ein Arzt aus einer Entzugsklinik miteinander ins Gespräch kommen.